Holger kriegt dann auf die Nase. Ach, Quatsch. Ja, Kaltenberg fällt ja aus, also machen wir das jetzt. Er hat die Nudel schon wieder verloren. Guck mal, wer da kommt. Oh, ah, Produzent. Wer da kommt. Ja, hallo. Meins auch kurz. Ich wollte selber mir sagen, ihr habt selber ohne mich Challenges gemacht? Ja. Ja. Na klar. Ja, also lass mal raus, was du noch im Petto hast. Ja, genau. Lass mal raus, was du noch im Petto hast. Na gut. Also ich habe mir da überlegt. Ich habe mitgekriegt, dass ihr eure eigenen kleinen Challenges gemacht habt. Und ich denke mir, eigentlich könnten wir ja noch ein, zwei machen oder so. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, wir könnten durch diesen Tunnel hier doch mal die Lautstärke eurer Mofas testen. Und ich denke, wer dann das leiseste Mofa hat, gewinnt. Das leiseste dann? Das leiseste ist doch Quatsch. Das lauteste muss doch noch was klingeln. Nee, das leiseste. Ja, ja, finde ich auch. Das leiseste Mofa sollte gewinnen, weil. Stell dir vor, du bist 17, du hast dein Mofa und du kommst spät abends wieder nach Hause, dann solltest du, wenn es geht, nicht deine Eltern wecken. Also sollte es so leise wie möglich sein. Ja, aber Sound gehört doch dazu. Ja, das ist aber. Die meisten interessiert das nicht, wie das Mofa klingt. Ich habe eine Klappenauspuffanlage. Alles klar. Nee, also ich würde wirklich sagen, so Start von irgendwo hier, einmal durch den Tunnel fahren. Ich stehe im Tunnel mit dem Lautstärkenmessgerät und messe, wie laut ihr seid. Okay. Und ja, wir fahren nacheinander durch und schauen, wer der leiseste ist. Und Holger fängt an. Okay, gut. Dann geht's los. Okay. Na gut. Auf. Also. Okay. Ich werde verlieren. Ich gewinne. Holger, du bist der Erste. Okay, dann geht's los. Schmeiß dein Mofa an. Achtung! Ja, du brauchst deinen laufenden Motor. Ja, ich bin doch der Leiseste. Na? Man beachte zur Lärmvermeidung. Psst, niemanden sagen. Also. Benni, du bist dran. Das Ding läuft noch nicht. Was ist los? Ja, ich mach's an. Ja, ist ja gut jetzt. Ja! So, fertig. Ach, danke. Ah, Mann ey, was ein Kack. Ah. Verlässige die Anwohner nicht, ne? Ah, ich hab das leiseste. Ich glaube, du wirst verlieren, denke ich mir. Hä? Verlieren? Ich? Nein. Viel Spaß, du. Danke. Los.
sind wir beim Bernie auch im Bild? Da ist alles im Bild. Okay, achso, Fischauge. Grad. Ja, da ist alles im Bild, da okay. Sind Mofas im Bild und so. So Leute, ich habe die Ergebnisse, eure Dezibelwerte. Ja. So, fangen wir am Anfang an. Der Holger hatte einen Maximalwert von 81,5. War ja klar, oder? Ja, wissen wir ja nicht, wie die anderen sind. Der Bernie hatte einen Wert von 86,3. Was? Lauter? Okay. Ja, aber Holgers Mofa war ja auch nicht der richtig. Der ist nicht Vollgas gefahren. Ja, nicht Vollgas, sondern nein, der Mofa der war gar nicht Gas mal an. Der war nicht richtig an, Holger. Sicher, der war volle Kanne, das war ein Solo. Ja, du, da müssen wir, glaube ich, nochmal überprüfen, müssen wir nochmal einen extra Test machen. Quatsch, brauchen wir nicht, das ist so. Ja, und dann Papas Mofa hatte mit normalem Auspuff einen Wert von 95 Dezibel. Sieger, wie immer. Wie? Jo. 95? Sieger. 95 Dezibel. Du fährst eine Krawallschachtel. Ja. Ja. Na gut. So. Ja. So. Tschüssi. Servus. Na gut. So. Schönste Klingel von allen. So. Das ist scheiße, oder? Nee. Leisestes Mofa, leiseste Klingel, oder wie? Schulz. Hier nur wieder. Jetzt haben wir heute ordentlich Krach gemacht und festgestellt, wer das lauteste Moped hat, ne? Mhm. Das leiseste und lauteste. Mhm. Wer hat denn da gewonnen? Ich. Nein. Doch. Das lauteste. Ja, du. Ja. Hat's immer noch nicht kapiert, ne? Ja, jetzt ist ja die große Frage, ne? Was kommt denn als nächstes eigentlich? Weiß man das? Nee. Nachdem wir einen Produzenten weggeschickt haben, um sich was zu überlegen. Der hat aber überhaupt keine Lust für diese Mofa-Challenge, kann das sein? Scheiße, ne? Irgendwie immer noch nicht so richtig, ne? Eigentlich muss unser Producer jetzt auch mal auf so einem Hobel sitzen, oder? Ja, schon mal, bei der Fälle. Du, wie gesagt, so richtig zirkt er ja noch nicht, aber schauen wir mal, was er sich überlegt jetzt. Gar nicht, jetzt wird es halt Zeit langsam, wir wollen ins Bett, oder? Was willst denn du im Bett? Ja, kuscheln halt. Ja, aber nicht mit mir. Nee, mit dem Mofa. Wow. Du bist auch Born to be Wild, Alter. Deine Mutter ist Born to be Wild. Boah, du merkst dir die Freiheit am Mofa. Ja, brutal. Brutal. Ah, hey.